Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder. Oh mein Gott, heute ist Samstag und es ist so ein Scheißtag. Sorry, dass ich es echt so sage, ihr seht es mir bestimmt auch an, ich bin völlig fertig. Der Elias war nicht die halbe Nacht, aber fast die halbe Nacht wach. Also sowas hatten wir bis jetzt auch so, vielleicht seit er auf der Welt das vielleicht 2-3 Mal erlebt. Es gibt aber auch aktuell keine konkreten Anzeichen, also weswegen er sowieso seit über 3 Wochen so extrem drauf ist, dieses extreme Quengeln und Meckern. Also gestern war er auch wieder sehr, sehr, sehr krass gewesen. Vor allen Dingen auch abends. Und heute Nacht ging es ab. Wow. Das war echt anstrengend gewesen, muss ich echt sagen. Also er hat sich nicht beruhigen lassen, hat geweint, keine Ahnung. Also ich sehe keinen Zahn, der irgendwie kommt. Ich weiß nicht, ob es einfach dann eine Wachstumsphase ist oder generell irgendeine Entwicklungsphase. Oder. Aber ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass diese Phase endlich mal bald rum ist. Das ist so anstrengend momentan. Das zerrt so ein klitzekleines bisschen an den Nerven. Ja. Weil es halt auch echt so im Alltag, gell, wenn er irgendwas macht und man dann sagt, nein, Lias, dann fängt er direkt an zu weinen. Er fängt einfach direkt an zu weinen. Bei den kleinsten Kleinigkeiten. Das ist so, so, so krass. Aber gut, ich denke, das hat jedes Kind. Naja, wie dem auch sei, heute Nacht kein Schlaf. Wenn er dann mal geschlafen hat und mein Freund auch, der kann ja direkt immer wieder einschlafen. Ich lag mindestens 80% dieser Nacht war ich wach gewesen. Also ich war wirklich wach. Ja, dementsprechend bin ich müde. Dementsprechend habe ich übertriebene Kopfschmerzen. Auch schon nachts habe ich so Kopfschmerzen bekommen. Und die sind nicht weggegangen, auch nicht nach dem Frühstück und überhaupt. Also ich habe auch jetzt gerade, der Elias und mein Freund schlafen gerade. Der Elias schläft mittlerweile schon seit 2 Stunden. Ja, mein Freund hat natürlich die Zeit dann genutzt, um auch zu schlafen. Und ich konnte irgendwie nicht. Ich bin die ganze Zeit so dieses halb wach, halb am Schlafen, richtig müde und kaputt. Ja, ich habe nur mittlerweile, wir haben jetzt gerade kurz nach 1 und ich habe richtig Kohldampf. Und wir wollten halt eigentlich schon viel früher einkaufen gehen. Weil der Kühlschrank ist ein bisschen, ja, gibt nicht allzu viel her, sagen wir es mal so. Also wir hätten auf jeden Fall für morgen dann halt eben auch einkaufen gehen müssen. Deswegen, ja, habe ich gedacht, oder ich habe mich jetzt mal rausgeschlichen, dass ich mal einkaufen gehe und vor allen Dingen ja dann auch was koche, weil ich habe echt Hunger. Ich habe mich eigentlich den ganzen Morgen, oder mein Freund auch, wir haben uns den ganzen Morgen wieder mit dem Haus beschäftigt, Sachen rausgesucht, die wir eben noch kaufen oder bestellen müssen und haben halt nach den Lieferzeiten geschaut. Wir haben uns jetzt tatsächlich fix für einen Kühlschrank entschieden. Genau, dann habe ich einen KitchenAid rausgesucht. Den habe ich mir jetzt auch gespeichert. Das werde ich jetzt alles nach und nach bestellen. Aber nicht zu früh, weil ich will das halt alles nicht bei uns im Keller lagern müssen. Das ist halt das Ding. Deswegen, ja, werde ich das alles nach und nach bestellen. Was hatten wir noch rausgesucht? Achso, eine Kaffeemaschine hatten wir auch. Eine jetzt oder mehrere angeschaut. Das ist jetzt noch nicht so ganz fix. Ich habe dann so Sachen rausgesucht, wie zum Beispiel, das sind lauter so Kleinigkeiten, die man halt nach und nach alle mal raussuchen muss. Zum Beispiel fürs Treppenhaus, da müssen ja dann auch Lichter an die Wand dran, die dann sollen so Spots sein, die nach oben und unten leuchten. Die habe ich jetzt mal rausgesucht, zum Beispiel. Dann habe ich so ein paar Sachen für mein Schminkzimmer rausgesucht. Ich überlege mir, einen neuen Schminktisch zu holen. Einer, der komplett verspiegelt ist. Dann habe ich auch noch Nachttischchen rausgesucht, die auch komplett verspiegelt sind. Das ist halt alles so, also ernsthaft, übertrieben teuer. Das ist ja schon wirklich krank.
diese Spiegelsachen, die sind einfach so heftig teuer. Also für so ein Nachttischchen muss man wirklich zwischen 250 und 300 Euro rechnen. Für einen. Richtig gestört. Also ja, aber sowas wollte ich halt schon sehr, sehr, sehr lange haben und es wird so super aussehen. Es ist natürlich eine ekelhafte Putzerei. Also Spiegelsachen generell kann man eigentlich jeden Tag abstauben. Aber sieht schon nice aus. Naja, keine Ahnung, mal sehen. Ja, halt so lauter Sachen, die eben noch gekauft werden müssen oder auch nicht müssen. Also ein paar Wunschsachen sind logischerweise auch mit dabei, aber da ist schon hauptsächlich eigentlich Sachen, die wir halt eben noch brauchen. Auch so nach Nachttischchen, also nach so Lampen habe ich mal geschaut, habe ich aber noch keine gefunden. Das sind aber auch alles Sachen, die können nach und nach besorgt werden. Das ist ja kein Muss, die jetzt von Anfang an zu bestellen. Aber trotzdem, meine Liste auf Amazon, ich habe verschiedene Listen auf Amazon und unter anderem eine Hausliste. Leute, die ist erschreckend lang. Und wie gesagt, da sind halt Sachen mit dabei, die müssen, und da sind Sachen mit dabei, die müssen halt eben nicht, gell? Aber selbst die Sachen, die müssen, ist schon einiges. Wir haben zum Beispiel auch Tapeten da rausgesucht. Das sind so ganz spezielle Tapeten, die wir auch von meinem Freund, seinem besten Freund, der hat es auch für sein Haus benutzt und es sieht einfach so genial aus. Und das sind arschteure Tapeten. Da kostet, Leute, eine Rolle 26 oder 27 Euro. Eine Rolle. Es ist so krank, es ist so krank, es ist so krank. Naja, wie dem auch sei, wir haben eben ein bisschen jetzt was rausgesucht und ich bin froh, dass wir uns jetzt für einen Kühlschrank entschieden haben, der uns beiden sehr, sehr gut gefällt, der genau so aussieht, wie wir uns das halt eben gewünscht und vorgestellt haben und der vom Preis her auch echt in Ordnung ist, wo man echt nichts sagen kann. Joa, ja, das ist eigentlich so das, was den ganzen Morgen im Prinzip passiert ist, dass ich den ganzen Morgen auf allen möglichen Internetseiten dann verglichen habe. Aber ich muss sagen, bei Amazon kriegt man schon eigentlich ganz gute Schnäppchen. Also ich habe dann immer mal wieder bei Saturn und Mediamarkt oder in Katalogen wie Otto und so weiter halt eben online geschaut. Und bei Amazon kriegt man eigentlich schon wirklich mit die besten Preise. Also kann man echt nichts sagen. Deswegen habe ich da wirklich jetzt so meine Liste zusammengeführt. Und worauf ich halt immer achte, wenn ich so teure Sachen bestelle, jetzt zum Beispiel den KitchenAid, dieses Küchengerät, falls es einem nicht sagt, das, was meine Mutter auch zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Ich achte halt dann darauf, dass es nicht von irgendwem geliefert wird, sondern dass es tatsächlich von der Originalmarke kommt. Also, ja, genau. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwie am Ende, dass man da nicht auf eine Fälschung reinfällt oder dass man am Ende Probleme hat wegen der Garantie und Pipapo und keine Ahnung was. Deswegen habe ich da, das mache ich aber bei sämtlichen Sachen. Zum Beispiel auch beim Kühlschrank, den hatten wir beim Saturn gefunden zum Beispiel. Beim Mediamarkt ist er nicht verfügbar. Total komisch, weil Mediamarkt und Saturn haben eigentlich ja relativ gleiche Sachen. Aber ich hatte dann nochmal einfach so beim Amazon geschaut und da war der Kühlschrank tatsächlich noch einmal 100 Euro günstiger. Also das ist schon echt dann nochmal eine Ersparnis. Ja, das ist gerade nochmal so, dass man dann nochmal zum Beispiel die 5-Jahres-Garantie dazu kaufen kann beispielsweise. Also man spart sich da schon ein bisschen was. Deswegen haben wir halt echt heute gut verglichen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Also ich habe dieses Parkhaus hier noch nie so voll gesehen, als ob wir irgendwie morgen Weihnachten, Silvester oder irgendwas hätten. Ich habe es noch nie so voll gesehen. Ach du Scheiße, es wird bestimmt gut was los sein. Das Schlimme ist, ich weiß immer noch nicht, was ich heute Nachmittag oder jetzt gleich kochen soll und auch nicht für morgen. Ich gehe gerade komplett planlos einkaufen, habe keine Liste, das ist nie gut. Aber heute möchte ich irgendwas, was schnell geht. Ich hätte eigentlich Lust auf so vielleicht Minischnitzel oder mit Kartoffelpüree, ein bisschen Erbsen und Karotten dazu mit einer schönen Soße. Da habe ich schon richtig Lust drauf. Mein Freund hat gesagt, kauf, was du willst. Der gibt nie, also der sagt zwar immer mal Vorschläge, aber im Prinzip so von wegen, ich soll das entscheiden. Für morgen vielleicht mal irgendwie Putenbrust mit so einem Salat irgendwie, also so Putenstreifen auf Salat ist auch
Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Mit Baguette vielleicht dazu oder so. Ich lasse mich gleich mal inspirieren. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich ganz, ganz, ganz motiviert bin, mache ich noch ein Food Haul. Aber ich denke, wenn ich nach Hause komme, werde ich recht schnell anfangen zu kochen, weil ich habe echt Hunger. Und deswegen höre ich jetzt auch auf zu labern. Und gehe endlich mal einkaufen. So, bei uns gibt es heute einmal gemischten Salat. Darauf freue ich mich extrem. Das sieht so gut aus. Dann habe ich Hähnchenbrust wirklich ganz klein geschnippelt, dass man das direkt mit dem Salat zusammen essen kann. Und habe da einfach ganz viel Paprikapulver, Gewürze, Kräuter, alles Mögliche gemacht. So wie ich auch eigentlich immer diese andere Marinade habe ich einfach gemacht. Und dazu kommt noch ein Knobi-Baguette. Genau. So, jetzt ist es angerichtet und wir lassen das Ganze jetzt mal eine Runde schmecken. Es duftet auf jeden Fall sehr gut und es wird auch herrlich schmecken. Also, guten Abo. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal. Ja, ich muss sagen, ich habe mich am Wochenende gar nicht gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas gedreht hatte, keine Ahnung. Aber das Ding ist einfach, wir haben tatsächlich Samstag, Sonntag zu Hause als Familie verbracht. Wir sind nirgendwo hingegangen, wir haben einfach das Wochenende komplett zu Hause verbracht. Gegammelt in Anführungszeichen. Es hat so gut getan. Also wir haben auch nachmittags, wenn Elias geschlafen hat, auch immer mal geschlafen. Ich habe in Ruhe arbeiten können. Wir haben hier schön uns Essen gekocht die letzten zwei Tage zusammen, alle gegessen und Zeit verbracht und es war einfach so schön. Es war zwar echt ekelhaftes Wetter, aber es hat trotzdem einfach gut getan, wirklich. Joa, heute ist Montag, langer Tag für mich. Mein Freund ist heute lange unterwegs. Der Lias ist heute ganz gut drauf. Mein Schatz, der Kleine hat leider Gottes ein bisschen Durchfall. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie vielleicht was damit zu tun hat, dass er die letzten Wochen ja so schlecht drauf ist. Ob da die Zähne kommen, ob er einen Schub hat, ob er einen Wachstumsschub hat oder mentalen Schub oder wer weiß, wer weiß, wer weiß. Er kommt auch gerade schon wieder, gell, du hast die Kamera gesichtet. Hallo! Ciao, ciao, ja. Ja, da freust du dich, gell, die Kamera. Ja. Mein Schatz. Ja, die Mami ist im Display. Du willst auch im Display sein, gell? Oh, mein Schatz. Okay. Ah, ja? Ja, ja, das bist du. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall hat er eigentlich heute relativ gute Laune, aber heute hat er halt so ein paar Mal schon Durchfall gehabt. Ja, Kaki, Kaki, gell? Hat der Elias Kaki gemacht? Jetzt sagst du Kaka, kein Kaki mehr? Kaki? Kaki! Ich habe schon lange kein Lias-Update mehr gemacht. Er hat natürlich viele neue Wörter dazu gelernt und ich weiß jetzt auch schon gar nicht genau, was ich euch schon alles berichtet habe, was nicht, aber Kaki ist so einer der neuen Wörter. Was heißt neue, sagt er auch schon seit ein paar Wochen jetzt. Kaki, gell? Kaki, Kaki, Kaki. Ja, Kaki. Joa, heute ist auch jetzt nichts Besonderes geplant oder so. Ich habe heute auch oder stelle heute auch kein Video online, weil ich die letzten Tage immer zwei Videos pro Tag online gestellt habe. Und ich bin sehr gut in der Echtzeit angekommen, auf jeden Fall. Ja, mein Schatz, gell? Dafür konnte ich mal einiges anderes an Arbeit erledigen. Und habe jetzt, wobei es ging eigentlich, ich habe heute eigentlich mich sehr, sehr, sehr viel mit dem Lias beschäftigt. Ja, mein Schatzi. Außer die letzte Stunde habe ich mal so ein bisschen Me-Time gemacht. Ich habe meine Nägel gemacht, weil ich war gestern auch, also mittags bin ich dann mal baden gegangen. Ja, ich habe auch mal so ein bisschen Zeit dann auch für mich gehabt. Der Lias hat auch in der Zeit geschlafen. Ich war mittags baden gewesen und habe ich auch gerade auf Insta-Story gesagt an alle, die gerne Shellac benutzen oder auch UV-Nagellack. Also ich benutze ja UV-Nagellack mittlerweile. Es gibt ja diese Remover, wo man dann das Ganze entfernen kann. Das dauert mir aber persönlich immer zu lange, das dann einwirken zu lassen und so weiter. Das ist aber definitiv das Beste und die schonendste Variante für eure Nägel. Gar keine Frage. Das sollte man eigentlich machen. Ich muss mich auch wirklich mal vielleicht zusammenreißen, das irgendwie eher zu machen. Dann gibt es ja die Variante, dass man das Ganze abfallen kann. Dafür habe ich keine Nerven, weil es dauert einfach endlos lange. Und dann gibt es die Variante, die nicht so gut für die Nägel ist, aber am schnellsten geht, und zwar das Ganze abzuziehen. Wenn das eine Weile drauf ist, dann kann man es eigentlich ganz gut abziehen. Ich habe aber festgestellt,
wenn ich das Ganze mache, wenn ich heiß bade, also wenn ich wirklich schon so eine halbe Stunde in der Badewanne lag und die Nägel, ich weiß nicht, es weicht ja im Prinzip nicht auf, aber vielleicht durch die Wärme, ich weiß nicht warum, es lässt sich einfach in der Badewanne extrem gut abziehen. Und das habe ich halt eben gestern gemacht, denn ich hatte den UV-Nagellack jetzt schon, also ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall schon 2 Wochen sind schon vorbei gewesen und die waren immer noch tipptopp. Das waren wirklich an 1, 2 Nägeln, wo ein bisschen unten was so an der Seite abgegangen ist, aber ich habe auch wirklich die letzten Tage hier so Hardcore-Hausputz gemacht und keine Ahnung. Und nach 2 Wochen, denke ich, kann man da auch nicht meckern. Und warum ich sie letzten Endes jetzt dann abgemacht habe, ist, weil die natürlich auch nach einer Zeit rauswachsen, gell? Das sieht dann immer so doof aus, wenn es rausgewachsen ist. Deswegen habe ich sie gestern abgezogen und habe mir halt vorgenommen, dass ich es heute neu mache. Ich habe hier auch schon, das ist das gleiche Set, was ich jetzt die letzten Male benutzt habe. Das kennt ihr ja schon von Neonail, dieses Smart Set in der Premium-Variante. Und ich habe jetzt diesmal, wie ihr sehen könnt, weiß genommen. Ich hatte gestern eben meine Nagelhaut schon weggemacht, zur Seite nach hinten geschoben und die Seiten abgeknipst und habe alles kurz geknipst und wieder kurz gefeilt. Ja, dass es einfach dann alles wieder rauswächst und ich mag das einfach momentan lieber so ein bisschen kürzer zu haben. Und ich hatte total Lust wieder auf Weiß, deswegen ist jetzt Weiß drauf gekommen. Und Leute, ich habe es in Anführungszeichen live, meine erste Reaktion, als ich unter der Lampe oder wo ich es drauf gemacht habe, auf Insta-Story gezeigt. Ihr werdet es mir jetzt vielleicht nicht glauben. Also ihr seht ja wirklich, dass es komplett schneeweiß ist. Das ist eine einzige Schicht. Ich finde das so krass. Ihr wisst ja, ich hatte davor einen Shellack benutzt. Und da habe ich mindestens 3 Schichten immer drauf gemacht. Es gab sogar Tage, wo ich sogar 4 Schichten drauf gemacht habe. Also richtig krass. Und nicht nur wegen der Dicke. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt längere Nägel haben wollen würde, dann würde ich 2 Schichten drauf machen. Einfach, dass es ein bisschen stabiler und härter ist. Aber dadurch, dass ich ganz kurze Nägel habe, reicht mir dann theoretisch reicht mir eine Schicht. Aber die meisten Shell-Lacke oder UV-Lacke sind einfach nicht so deckend von der Farbintensität. Und deswegen macht man immer 2, 3 Schichten drauf. Und bei Weiß wirklich muss man eigentlich immer 3 Schichten drauf machen. Also, ich hatte hier eine Schicht drauf gemacht und denke mir so, what? Okay, gehst du mal unter die Lampe, guckst du mal, wenn es ausgehärtet ist, wie es dann aussieht, ob irgendwelche Streifen da sind oder. Und schult es raus und denke mir so, das sieht aus wie Tippex. Also da war ja, da ist ja, das ist wirklich eine Schicht, Leute. Ich bin so geflasht, richtig, richtig krass. Also so genial und somit war ich in 10, 15 Minuten mit meinen Nägeln komplett fertig. Noch nicht mal, also sogar weniger. Also klar, ich habe mir auch Zeit gelassen, das langsam drauf zu machen. Aber wenn man das flott machen würde, kriegt man das in 10 Minuten hin, ohne Probleme. Das ist so genial. Ich habe wirklich damals in meiner Routine auf jeden Fall eine halbe Stunde gebraucht. Das ist jetzt auch nicht die Welt, im Gegensatz zu Gelnägeln oder sowas. Aber trotzdem, das ist schon echt, echt nice. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert, weil ihr wolltet ja, oder beziehungsweise ich habe euch mal versprochen, ein Feedback zu geben. Also Neonail finde ich genial. Ist deckend, es geht schnell, es hält lange und deswegen werde ich mich jetzt gleich an meinen Laptop setzen. Ich habe ihn hier schon parat gestellt und werde mal nach ein paar weiteren Farben schauen, denn ich möchte auf jeden Fall, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich zur Hochzeit weiße Nägel haben möchte oder eher doch noch in so einen Nude-Ton gehen möchte. Da bin ich noch nicht 100% sicher. Aber was ich auf jeden Fall mal haben möchte, ist wieder so ein paar knallige Töne. Und zwar auf jeden Fall irgendwie sowas mit Koralle und sowas. Ich mag Koralle sehr, 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 sehr gerne. Deswegen schaue ich da gleich mal, was die da so im Angebot haben. Ich wurde auch nach einem Code schon von euch gefragt. Ich habe leider keinen Prozentcode von Neonail. Mir wurde das Set zwar gratis zugeschickt, kostenlos, dass ich es mal testen kann, aber ich habe keine Kooperation oder sowas mit denen. Also ich muss euch hier auch gerade nicht nochmal von denen berichten, wie toll die sind oder sowas. Ich habe davon überhaupt gar nichts. Ich sag's euch, weil ich wirklich gerade von dem Weiß übertrieben geflasht bin. Weil Weiß ist so die ultimative Farbe, um solche Sachen zu testen. Das kennt ihr auch von normalem Nagellack aus der Drogerie. Da gibt es so Farben, wo man sagt, das ist der ultimative Test. Und dann gibt es so Farben, da geht immer alles klar. Deswegen Weiß ist immer so ein Indiz. Wenn das gut ist, dann ist eigentlich die Marke ganz gut. Und das ist echt krass. Ja. Joa, ansonsten, wie ihr seht, habe ich gerade eine Gesichtsmaske drauf. Eine Detox-Maske, die von Hello Body.
Ich glaube, das hätte ich jetzt gar nicht sagen müssen. Ihr wisst mittlerweile, dass es meine Lieblingsmaske ist. Ich werde die aber gleich mal abnehmen, weil die ist definitiv schon trocken und werde mir gleich das Gesichtsöl drauf geben, dass meine Haut danach schön gepflegt und genährt ist. Genau. Ihr Lieben, ansonsten, es passiert heute nicht großartig was. Ich werde mit dem Lias gleich weiterspielen und sobald er im Bett ist, was so die nächste Stunde ungefähr passiert, dann werde ich mich an den Laptop setzen, vielleicht nochmal eine Kleinigkeit essen und einfach den Abend dann so ein bisschen noch genießen, ausklingen lassen, vielleicht noch ein bisschen arbeiten, mal schauen. Aber ich habe eigentlich ganz gut vorgearbeitet. Die letzte Zeit habe ich echt viel gemacht. Deswegen heute, ich habe mir gedacht, so Montag ist der Schontag. Ich habe mir früher auf der Arbeit immer gesagt, der Montag ist der Schontag. Da muss man erstmal langsam aus dem Wochenende wieder erwachen und langsam starten. Ja, gell, Schätzi? Ja. Ja, ich mache mir jetzt erstmal die Maske runter, pflege mein Gesicht noch ein bisschen und dann spielen wir hier mal ein bisschen weiter. Und ihr Lieben, ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch. Also macht's gut. Ciao, ciao.